April, April, nein, das ist kein April-Scherz, die Richtmieten für Neuverträge steigen ab heute, 1. April, deutlich an. Am stärksten betroffen sind Haushalte in Wien. Die meisten Haushalte, die von der Richtmieterhöhung betroffen sind, befinden sich in Wien. Hier wird die Aufstockung in voller Höhe durchgeführt, allerdings gibt es einen Wohnbonus für 650.000 Haushalte und einen Sonderkredit für Mieter in kommunalen Gebäuden. Bundesweit wird es ein einmaliges Wohngeld geben. Der Anstieg der Richtmiete trifft die Wiener besonders hart. Nach gescheiterten Verhandlungen über eine Mietpreisbremse steigen die Richtmieten für Neuverträge ab dem 1. April kräftig an. Je nach Bundesland steigen die Richtwerte um 8,5 bis 8,6%. Der Anstieg der Richtmieten verschärft die Situation auf dem Mietmarkt zusätzlich. Clean erwartet, dass der Anstieg der Richtmieten die Situation auf dem Mietmarkt verschärfen wird. Einerseits sind Immobilien durch Zinserhöhungen und strengere Kreditvergaberegeln weniger erschwinglich geworden, andererseits bricht der Neubau ein, sodass es in den nächsten Jahren weniger Angebot geben wird. Damit werde sich die Nachfrage laut Clean wieder auf den Mietmarkt konzentrieren. Erhöhung der Richtmieten betrifft 274.000 Privatwohnungen. Von der Richtmieterhöhung sind 274.000 private und 220.000 kommunale Mietwohnungen betroffen. Mehrere Städte haben bereits angekündigt, die Erhöhung abzufedern oder für die eigenen Wohnungen gar nicht erst umzusetzen. In Graz etwa sollen die Mieten für Gemeindewohnungen nur um 2% steigen, Innsbruck erwägt Ähnliches. Auch in Klagenfurt und Linz soll es Mietpreisbremsen geben. Mietpreisbremse wäre ein sinnvoller Beitrag zur Abwendung einer hohen Inflation. Laut Ökonom Clean sei dies ein sinnvoller Beitrag zur Abwendung einer hohen Inflation, zumal einkommensschwache Haushalte überwiegend in kommunalen Wohnungen und kommunalen Gebäuden wohnen würden.